Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. Law or the Law of Attraction, das Universum, Gesetz der Anziehung. Was du selbst aussendest mit deinen eigenen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, erzeugt jetzt Vibrations. Und dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren jetzt darauf. Das Gesetz der Anziehung, the Law of Attraction, antwortet auf deine Vibrations. Was du siehst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Es ist jetzt, jetzt, jetzt. Es gibt nur dieses große Jetzt, in dem du dich entscheidest, positiv zu denken oder negativ zu denken, indem du dich entscheidest, Groll und Ärger zu hegen oder Vergebung und Freude. Du entscheidest über deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Du entscheidest, wie du reagierst auf Situationen. Du entscheidest, ob du Situationen aufbauend verwertest oder abbauend verwertest. Du musst nicht zurück in die Zukunft reisen, so wie in dem Hollywood-Film, wo der Hauptdarsteller einen schüchternen Vater hat und dann zurückreist in seine Teenagerzeit, um die Probleme zu verändern, die Probleme zu lösen. Nein. Deine Vergangenheit hat nichts mit deinem Jetzt zu tun. Dein Gestern hat nichts mit deinem Heute zu tun. Dein Heute hat etwas zu tun mit deinen Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, die du jetzt hegst und pflegst. Was du siehst, das wirst du ernten. Und was du siehst, sind deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen. Mache nicht den Fehler, den zu viele machen, in der Vergangenheit herumzugraben, ja vielleicht sogar der Vergangenheit der Eltern, in der Vergangenheit der Großeltern, in der Vergangenheit des Staates, in der Vergangenheit der Zivilisation. Du kannst überall Schuldgefühle finden, du kannst zurückgehen bis zur Ermordung Jesus und da die Schuld verfolgen bis zu deiner Gegenwart. Aber es hat eigentlich nichts mit deiner Gegenwart zu tun. Du hast jetzt Schuldgedanken, das hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Und du glaubst, du bist verantwortlich für andere Menschen, aber das bist du gar nicht. Du bist nicht verantwortlich für andere Menschen. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Du musst nicht nach der Pfeife anderer Menschen tanzen und andere müssen nicht nach deiner Pfeife tanzen. Was andere Menschen denken, glauben und tun, das ist überhaupt nicht dein Business. Das geht dich gar nichts an, was andere Menschen denken, glauben und tun. Entscheidend für dein Leben ist deine Verbindung zu deiner Quellfrequenz. Hast du eine gute Verbindung zu deiner Quellfrequenz, dann fühlst du dich gut, voller Freude, Optimismus und fröhlich und voller Neugier auf die Zukunft. Hast du ein schlechtes Verhältnis mit deiner Quellfrequenz, dann fühlst du dich negativ. Deine Gefühle sind wie ein Navi, die dir sagen, hast du ein gutes Verhältnis mit deiner Quelle oder nicht. Das hat nichts mit deinen Mitmenschen zu tun. Dein Gefühl hat einzig und allein damit zu tun, ob du in Harmonie bist mit deiner Quelle oder nicht. Dein Jetzt hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Dein Jetzt hat mit deinen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen zu tun,
die du jetzt hegst und pflegst. Du kannst jederzeit deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern und damit dein Leben verändern. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, in die Gegenwart und in die Zukunft zu schauen, denn da kannst du was ändern. Du kannst die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, du kannst in den neuen Blickwinkel in die Vergangenheit schauen, aber deine Quelle schaut niemals in die Vergangenheit. Und ich rate dir nicht, in die Vergangenheit zu schauen. Schaue mit positiven Gefühlen in die Gegenwart, mit Optimismus in die Gegenwart und in die Zukunft. Du bist am Leben. Darum musst du schon optimistisch sein. Solange du am Leben bist, ist mehr Optimismus als Pessimismus in dir. Schaue auf die positiven Dinge in deiner Gegenwart. Schließe Frieden mit deiner Gegenwart. Und folge deinem Gefühl. Hast du ein gutes Gefühl, dann bist du für dich selbst am richtigen Weg. Auch wenn andere sagen, das ist der falsche Weg. Hast du ein gutes Gefühl, dann gehe diesen Weg. Es ist für dich der richtige Weg. Gerne helfe ich dir dabei, die Vergangenheit loszulassen und in Gegenwart und Zukunft voller Freude voranzuschreiten. Melde dich. Ciao.